Wir haben das Spiel gerade in 10 Sekunden durchgespielt. What you're going to see is a vow has found on a crime scene. Two people were in brutal murder. The identity of the killer remain unknown. Ein wunderschönes Lächeln wünsche ich euch zu einem kleinen Anyhow Game The Last Evidence. The Last Evidence. Ganz schwer machen. Ein kleines Horrorspiel, was genauso wie Mirulaires auf der Game Joint ist. Und ich wollte euch das gerne mal vorstellen, weil ich es sehr schön finde, wie das schon designt ist. Und wir wissen alle, Spiele von Game Joint sind immer gut, da gibt es die besten Horrorspiele. Gut, ich weiß nur schon über das Spiel. Ich weiß nur, es ist das Pixel Game. Wir haben die Info vom Anfang gesehen. Anscheinend nehmen wir mit einer Kamera auf, dass wir sie zu sehen finden. Und wir haben ein Auto. Gibt es hier was zu machen? Oh ja. Was? Trunk. Ach, eine Laterne. Sehr viel Licht macht das jetzt auch nicht viel mehr. Hä? Ich bin ein Zauberer. Ich kann Zaun bauen. Ich bin ein Zaunbauer. Gibt's sonst noch irgendwas in dem Auto? Leave. Wie leave? Kann ich das Spiel verlassen? Vielleicht sollte ich das verlassen. Ja, vielleicht aber auch nicht. Let's leave that creepy place. Oh, sind wir jetzt einfach gegangen oder was? Yeah, das 10 Sekunden Horrorspiel anscheinend. Wir haben das Spiel gerade in 10 Sekunden durchgespielt. In 10 Sekunden. Ja, dann bewertet den Park und... Nein, Spaß. Also es muss ja wirklich einen Sinn haben, außer jetzt hier die Lampe zu nehmen und hier runter. Nein, ich sollte ihn nicht verlassen. Wir sollten jetzt da reingehen. Wir wollen ja auch das Horrorspiel erleben. So. Interessant. Also hier ist ein Haus. Kann ich an der Seite vorbei? Natürlich nicht. Also wir sind gezwungen, in ein Haus zu gehen, mitten in der Wald. Achso, das war der Ofen. Ich hab grad überlegt. Ich bin der Ofen. Okay, ich find's lustig. Ich liebe Pixel-Horror-Spiele. Kann ich die Axt nehmen? Damit hat was? Oder? Ah ne, das war's, Krissel. Nein, ich kann die Axt nicht nehmen. Schade. So, ich hab dem Foto irgendwas erkennen können. In diesem Vorrat. Was ist ein Gesicht? Also, es ist jemand. Es sieht aus wie ein Gesicht eines Mannes. Es ist zerkratzt, oder verwundet relativ. Ich weiß nicht, was der direkte Aufdruck ist. Kann ich irgendwas machen? Kann ich Fässer rollen? Kann ich den Wasserhahn betätigen? Kann ich irgendetwas hier machen? Nee, das kommt nicht weiter. Okay. Kann ich wieder gehen? Okay, gehen könnte ich jederzeit anscheinend. Alter, dieses Krisseln. Okay, ich habe die ganze Zeit Angst, dass mir einer hier auflauert. Aber ich kann ja die Axt nehmen, oder? Nimm die Axt. Oh, nimm die Axt nicht. Gibt's ja echt gar nichts? Hallo. Oh, da ist ein Kratzer. Hm, kann ich den anklicken? Jetzt sieht's so aus, als könnte ich es bewegen. Hä, die Kratzer bewegen? Oh. Okay, alles klar. Dann gehen wir doch mal rein in die gute Blutspurstube, Lodi. Oh, eine Leiter. Ich bin fast gegengerannt. Ich habe gerade einen kleinen Hirnaussetzer gehabt. Runter, klein. Kann ich nicht einfach runterspringen? Aha, ich schwebe. Na, kletter runter. Ach so. Richtiger Ebenenwechsel. Ich dachte jetzt... ich kann wieder hochklettern. Ich dachte jetzt erst richtig so, ich kletter runter. Warum sieht das aus wie fucking Minecraft? Das sieht aus wie Minecraft hier. Das ist so Cobblestone. Kann ich hier gleich abbauen? Wo ist meine Spitzhacke? Gibt's hier was hinter den Kisten? Kisten? Nee, gibt's anscheinend nicht. Gut, also muss ich jetzt hier den Mord aufklären? Muss ich... Eine Schaufel. Wir haben eine Schaufel im Inventar. Okay, kann ich damit jetzt irgendwas machen? Hallo? Ich habe was gehört. Hallo? Who is that? Slenderman?
Ja, wenn Slenderman hier ist, würde wenigstens das Grizzled erklären werden. Okay, was soll ich jetzt hier machen? Hä? Ist hier irgendwas mit... Oh, ich kann hier wirklich mit was interagieren. Hi! Ein Körper eines Toten. Oder was auch immer hier liegt. Also ich hätte ja sehr gesagt, das wäre ein Schlüssel nach dem ersten Blick aus, aber gut. Es sieht so aus, als wurde er mit der Axt zerschmettert. Sonst nix. Ist oben eine Axt? Oh, bitte nicht. Ja, bitte nicht. Da oben ist eine Axt. Oh, nee. Heißt das jetzt, da kommt der Axtmörder und dann muss ich jetzt hier gleich verstecken? Hier gibt's es schon verstecken. Hier ist nix. Hallo? Hallo? Alter, dieses Blut. Der muss noch hier runtergetragen haben. Also ich gehe jetzt mal wieder hoch. Bleibt ja anscheinend nicht anders übrig. Darf ich jetzt auch mal hoch? Hallo? Ah, jetzt. Hat gerade ein bisschen rumgebastelt. Oh, Alter, ich sehe gleich gar nicht mehr. Dieses Tape wackelt. Hallo? Die Axt ist weg. Oh, bitte nicht. Hä? Der ist doch hier bestimmt irgendwo. Wie schnell schaffe ich es zu meinem Wagen? Muss ich jetzt wahrscheinlich gleich wegrennen oder? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir können ja sprinten. Ich bin der Meinung, wir nehmen jetzt ganz lange Anlauf und rennen einfach zum Wagen durch. Das wird schon klappen. Oder auch nicht. Ach schön, wie ich mich einmal zweimal hin und her purzel. Bin wahrscheinlich so ein Purzeln gestorben. Gut, da sind wir wohl ein klein bisschen gestorben. Kann man jetzt sonst noch irgendwas machen, was wichtig wäre? Weil jetzt fängt das Spiel einfach von vorne an. Das Spiel hat sich auch komplett ganz beendet. Kann man jetzt noch irgendwas machen? Hallo. Okay, ich habe jetzt ja alles probiert. Das Spiel ist wieder wie folgt abgestürzt. Ich kann hier nichts machen. Sofern ist wirklich das gute Ende, die 10-Sekunden-Lösung, nicht mal 10 Sekunden, einfach hier gehen. Ich habe diesmal auch nicht mal die Taschenlampe mitgenommen. Und ja, dann würde ich mal sagen, das Einzige, was ich jetzt rausgefunden habe, ist, dass man auf Escape instant auch aus dem Spiel ist. Aber ich glaube, ich weiß, wie der Macher das gemeint hat. Wenn wir uns vom Anfang mal dran erinnern, was passiert ist, also was da stand, da steht, ein Mörder ist unbekannt und wir wurden zwei, naja, tote Leichen gefunden. Ja, jetzt zählt mal ganz genau mit. Die Leiche, die da im Sand verbuddelt ist und mit unserer sind es dann zwei. Das heißt, egal was passiert, das ist unausweichlich. Uns wird erwischt, der Mörder bleibt halt weiterhin unbekannt. Deswegen soll man das Blödeste machen, einfach hier abzuhauen oder so wie ich es jetzt mache, einfach auf Escape drücken und das Spiel beenden. Ich hoffe, euch hat dieses kleine, schöne Horrorspiel gefallen. Bewertet den Paar und bis dann. Ciao.